Und damit hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass Layla da in dem Animus-Programm zurückgeblieben ist, dass Basim den Edenstab von ihr gezockt hat und Layla mit einer Person, die ich persönlich für Desmond halte, jetzt da im Animus nach Möglichkeiten guckt, das Ganze, was so alle passiert ist, zu verhindern. Sagen wir da einfach so. Jupp, und Basim ist jetzt zurückgekehrt mit dem Edenstab. Hier. Ja. Ne? Nachdem er damals von Eivor nämlich im Animus eingesperrt wurde. Also in dem ISO-Animus. Gut, der Plan für heute ist, wir gehen wieder zurück in den Animus. Es sollte nicht lange dauern, bis der Sicker-Effekt eintritt. Ein paar Tage höchstens. Los geht's. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist... Wen spielen wir dann im nächsten Assassin's Creed Teil? Spielen wir vielleicht doch weiter, Layla? Ich glaube nämlich nicht, dass wir Basim weiterspielen. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Zumindest in der realen Welt. Das kann ich mir irgendwie so nicht vorstellen. So, Meadow, da sind wir zurück in Refnathorp. Oh, ganz viele Glühwürmchen. Ruhig, Eivor. Sigurd! Tova. Willkommen zu Hause. Jo. Willkommen zurück in Refnathorp. Wohl ein großes Fest verpasst. Eivor. Setz dich kurz. Ruh dich aus. Sigurd. Mir zuliebe. Uha. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir auf dem Stuhl sitzen dürfen, also offiziell sitzen, so in Form des Jals. Und Sigurd anerkannt. Ihr seid zurück. Sicher und erhobenen Hauptes. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Das haben wir. Das haben wir. Aber es war nicht für uns. Was soll das? Ich zurück und wärmt sich am Herd. Kommt! Dein Geheimnis ist nicht länger sicher. Eivor? Randvi? Was soll das? Ist alles in Ordnung? Der Jarl ist zurückgekehrt, um uns in eine ungewisse Zukunft zu führen. Sagst du ein paar Worte? Bei Liebe und Freud versagt das Wort. Unsere Gemüter sollten ein Lied anstimmen. Und wenn... Nein. Nein.
Ihr seid nicht mein, ich bin der Eure. Und ich bitte euch nur um eines. Haltet mich aufrecht. In allem, was kommt. Hört zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Seg uns Stärke bringt. Und Heldenmut um Ehre ringt. Hinter uns ein Strom aus Rot. Mit Odin brachten wir den Tod. Das Horn erfüllt die großen Hallen. Für die, die kämpfen, die, die fallen. Ja. Offensichtlich kann der Stamm damit umgehen, dass Evo jetzt Jarl ist. Offiziell Jarl. Hui, Level up. Ah, ich wollte gerade sagen. Da fehlt doch was. Da fehlt doch was. Zack. So. Neue Briefe haben wir nicht bekommen. Schade, keiner schreibt uns mehr. Sigurd. Eivor, bevor du etwas sagst, muss ich dir etwas erzählen. Randvi und ich, wir haben unsere Ehe aufgelöst. Oh, mein Beileid. Es tut mir leid, das zu hören. Das muss es nicht. Wir verehren einander. Doch unsere Ehe entstand nicht aus Liebe. Wir wurden einzig für einen Friedenspakt zusammengeführt. Ich war ihr bereits versprochen, lang bevor ich sie kannte. Und obwohl wir stets versucht haben, unsere Unterschiede und Schwächen zu lieben, ist es uns nicht gelungen. Also haben wir unseren Bund gelöst. Doch als Clan werden wir zusammenwachsen. Dann freue ich mich für euch. Und für den Rest des Clans. Ohne euch wäre unsere Siedlung nicht das, was sie heute ist. Ja, gut, ne? Muss ja mal kurz woanders hin. Hallo Petra. Oh, ich habe gerade an dich gedacht. Ja, gleich aber nicht mehr. Es tut mir leid. Es hat nicht sollen sein, Petra. Petra, so sehr es mich auch schmerzt, das zu sagen, aber wir müssen unsere Beziehung beenden. Das klappt nicht für mich. Jedenfalls nicht so. Ach so. Bist du sicher, dass wir es nicht weiter versuchen sollten? Die Zweifel überstehen? Ich bin sicher. Ich verstehe. Und ich begrüße deine Ehrlichkeit. Doch bitte geh jetzt. Ich möchte allein sein. Okay. Sorry. So. Auf zu Randvi! Nee. Achso, wir haben mehrere Quests an. Wir gucken erstmal in den Questorden rein. Zu sagen. Welche Quests haben wir denn angenommen? Die hatten wir alle vorher schon drin, ne? Na gut. Dann müssen wir halt erstmal hier weitermachen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Denn wie wir sehen, ist da noch eine offene Region hier. Und zwar Hamtonshire. Hamtonshire, die letzte Festung der Sachsen. Und sehr schwer bewacht. König Elfred bereitet sich auf Krieg vor. Du wirst auf mächtigen Widerstand stoßen. Elfred ebenso. Ist Jarl Guthrum mit seinem Heer dort? So ist es. Er und Oba haben beträchtliche Kräfte versammelt und wollen Elfred bald angreifen. Wenn wir ihren Vorstoß unterstützen, wird uns Englerland zufallen. Ein heidnisches Land, das viele Götter frei beschreiten.
Na, ja. Dann machen wir uns mal auf in den vorerst letzten Arc. Ich werde nach Hamptonshire gehen und mit Gudrun so, sprechen. Ortsarc. Weise unsere Verbündeten an, sich an der Themise vor der Shire-Grenze zu versammeln. Das werde ich. Mögen die Götter an unserem letzten Sieg teilhaben. Jo, mögen die Götter mit uns sein. Meine gute Randvieh. Oha. Was gibt es? Eivor, du darfst nicht gehen. Du darfst nicht. Die Zeichen, die Omen, sie schreien und flehen. Deine Reise wäre unser Untergang. Du sprichst in Rätseln. Was hast du gesehen? Ich habe die Knochen geworfen, die Innereien von Bestien durchwühlt und im Rauch das Ende von allem gesehen. Diese Schlacht musst du gewinnen, den Krieg jedoch nicht. Dein Feind wird dein Meister, deine Hoffnung, deine Trauer werden. So ist das Schicksal. Und was ist eigentlich mit Eivor? Warum läuft der so weit? Aber das Schicksalsgarn ist zu wirr, um es bis zum Ende abzusehen. Ich schulde meinen Freunden und Verbündeten diese Schlacht und ich werde sie schlagen. Dann geh, doch sieh dich vor. Wisse, dass die Heimat, die du verlässt, nicht dieselbe ist, in die du zurückkehren wirst. Oha. Die Seherin warnt uns also. Na dann, machen wir uns auf. Auf nach Verham. Ich nähere mich wohl. Eivor! Naja, von nähern kann da nicht die Rede sein. Schön, dich zu sehen. Dich ebenso, Soma. Es herrscht ein trügerischer Frieden. Beide Heere sind bereit, loszuschlagen. Wurde Blut vergossen? Nein, wir haben Wareham ohne Widerstand eingenommen. Diese Sachsen begleiten ihren Herrn, so wie wir neben Gudrum stehen. Das bedeutet also, diese Feste war gar nicht sein Ziel. Gudrum will die Sachsen an den Verhandlungstisch locken. Wenn er ohne Krieg Frieden schließen kann, wird er es tun. Wie wahrscheinlich ist das? Im Moment verhandeln sie in der Kirche und drehen sich im Kreis. Komm, ich führe dich zu ihm. Wen genau trifft Gudrum hier? Etwa Elfred? So ist es. Der König der Westsachsen ist bereit für Verhandlungen. Er steht mit dem Rücken zur Wand. Gudrum sollte vorsichtig sein. Elfred spricht mit Lokis Zunge. Gudrum ist kein Frischling mehr, Eivor. Aber Elfred ist nicht Loki. Ihm geht es immer nur um seinen eigenen Vorteil. Dann berate uns. Unterstütze Gudrum. Zeig unsere Stärke. Der König der Landeier wird Demut zeigen. Vertrau mir. Dü-dü-dü. Wir haben diese Stadt erobert wie eine leere Scheune. Fordere mich nicht heraus, Elfenkönig. Deine Machtdemonstration hat Eindruck hinterlassen, Gudrum. Wir hatten eine Vereinbarung. Was verlangst du noch? Die Krone von Westsexe. Westsexe hat einen König. Und dieser König hat die Unterstützung des Allmächtigen. Du redest im Fieberwahn, Däne. Ja, ne? So ist das. Mein Controller hat sich zwischendurch wieder verabschiedet. Da ist er wieder. Sagen wir einfach mal, Gudrum wird sich nicht beugen. Du hast nichts gelernt, seit die Dänen hergekommen sind. Gudrum wird sich nicht beugen, Eidbrecher. Ebenso wenig wie ich. Ah, Eivor. Unsere stumpfe Waffe ist zurück, Herr. Ich gab dir schon alles, was ich geben werde. Ein Danegeld, um Wareham zu verlassen. Du schworst einen Eid auf das Kreuz und diesen heidnischen Hammer. Und wenn du wieder in das Dreckloch zurückkehrst, aus dem du gekrochen kamst, lassen wir deine Männer frei. Noch ein Wort und ich verfüttere deine Zunge an Eivors Raben. Ein gerechter Tausch. Deinen Schwanz haben wir bereits. Seid ihr fertig mit den Beleidigungen? Wenn Gudrum dir sein Wort gab, werden wir... Ganz schwierig. Wir verlassen diese Stadt. Ihr habt einen Tag. Strapaziert nicht die Geduld des Königs, sonst kehren unsere Männer in voller Stärke nach Wareham zurück. Und falls ihr meine Überzeugung anzweifelt, sollt ihr wissen, dass der Athena nahe Ulchtun rot vom Blut eurer Landsleute ist.
Ihr Anführer, was schrien seine Männer, als er fiel? Ulla? Oba? Ja, ich glaube, das war's. Vergesst nicht, ihr habt mein Silber genommen. Im Gegenzug erwarte ich Ehrenhaftigkeit. Ich warte in Chippenham auf die Nachricht eures Rückzuges. Uiui, vertragte Situation. Das kann nicht sein. Götter, ich ziehe diesem Sachsen die Haut von den Knochen, falls das stimmt. Elfred zischt mit der Zunge einer Schlange. Doch eine solche Lüge bricht ihm nichts. Wenn sich diese Nachricht im Lager rumspricht, sieht kein Sachse den nächsten Morgen. Du hast auf das Kreuz geschworen. Oh, ich werde mich nicht von diesem Milchbart einschüchtern lassen. Jetzt hole ich mir erst recht seinen Thron und seinen Kopf. In Winchester war ich nur ein Werkzeug für Elfred. Bis er mich verstieß, soll der Verräter verraten werden. Wir brennen dieses Dorf nieder. Danach kümmern wir uns um Elfred. So, und damit starten wir die Hamtonschir-Saga. Wieso kämpfen wir jetzt? Lasst es zum Scheiterhaufen der Sachsen werden! Lasst nicht unversehrt! Reicht das? Oh, ich glaube, das reicht. Was ist denn die hier? Ab! Weg! Feuer und Flamme! Brennt alles nieder! Nächste Fackel geht dann mal dahin. Für Oma! Für jeden Nordmann, den ihr nach Wallheim geschickt habt, schicke ich 10 Leute! Lasst nicht unversehrt! Na? Von hinten ist aber nicht so nett, mein Bruder. Flamme! Brennt alles nieder! So, aus dem Weg. Aus dem Weg. Hilft mir, diese Heiden in die Flucht zu schlagen. Lass nichts unversehrt! Aber. Mein Gott, lass Rache euch entwickeln! Ah, ich brenne. Mal wieder. So, den haben wir auch. Und ein Dach müssen wir jemand noch anzünden, kurz. Feuer und Flamme! Brennt alles nieder! Hey! Du bist doch im Kampf mit dem anderen. Warum haust du jetzt mich? Dü-dü-dü. Genau, machen wir die. Das Silo da noch weg. Schön plündern, morden und brandschatzen. So wie die Wikinger getan haben. Verbrennt in der Hölle, ihr verräter Schweine! Ich werde in Valhall mit einem Knopf. Heute verhallen ihre Gebete ungehört. Wir sollten Soma suchen. Sehr schön. Sie werden uns nicht folgen, solange sie Brände zu löschen haben. Haltet euch bereit! Verliert nicht die Nerven! Stirb! Derby! Alles liegt in Schutt und Asche, Soma. Gut gemacht. Wir reisen ab. Im Wald im Osten gibt es ein paar Ruinen entlang des Weges. Kommt, Männer. Gehen wir. Ja, dann los. Achso, muss ich wieder vorlatschen? Die trauen sich immer alle nichts. Die trauen sich immer alle nichts. Da kommt Gegnerz. Sachsen voraus! Du bist schon so gut wie tot. Nee, falsche Taste. Christus wird uns beischaffen. Ja. Oh. Reiß dich auf! Du wirst dich verlieren. So. Wo ist euer König jetzt, Sachsen? Versteckt mit seinem Mauseloch! Wow. Ja, da ein bisschen Damage gemacht. Holt euch die Nachzügler! Aber.
Und den haben wir auch. Wir schicken jeden, der uns begegnet, zu ihrem Gott. Bleibt in Bewegung. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Gucken. Ah, da kommen schon die Nächsten. Los, mehr Sachsen! Zu den Waffen! Los, weiter! Oh, die Ruinen Leute sind nah! Von den Seiten, strengt euch an! Nimm das! Ah. Sein Blut veredelt euren Boden! Den haben wir auch. Wenn wir erst die Großen machen. Stübi. Versteckt in seinem Mauseloch. Hey. Was soll denn das jetzt? So. Sachsen sind begierig, ihre Schöpfer zu treffen. Ja, ja, so mal, ich komme ja schon. Nee, das kann ich so mal. Oh. Na gut. Dann wollen wir jetzt mal weiter. Dü-dü-dü. Ich glaube, wir sind an unserem Ziel angekommen. Wir können hier kurz rasten. Nun, sag also, mir, was weißt du über diesen elenden Einbrecher, den jämmerlichen Troll? Elfred ist ein listiger Fuchs. Er mag schwach erscheinen, doch er ist willensstark und wird nicht leicht zu vertreiben sein. Die Wut wird mein Heer zum Sieg führen. Das alles wird nicht reichen. Du musst eine Schwachstelle finden. Ja, deshalb habe ich dich herbeigerufen. Oder lässt du die Gelegenheit verstreichen, den Sachsenkönig zu begraben? Erzähl mir erst von deinem Plan. Elfred erwähnte Chippenham, eine armselige Ansammlung von Schafen und Bauern. Warum verschlägt es ihn dorthin und nicht nach Winchester? Deine Späher müssen es wissen, sie sind die Besten. Elfred feiert seine Sachsenweihnacht. Er wärmt sich die Haken am Feuer, während Uber kalt auf einem Feld in Englerland liegt. Ich habe meine Verbündeten in diese Schlacht berufen, doch ich muss wissen, wohin ich sie schicken soll. Ist Chippenham das Ziel der Schlacht? So ist es. Aber für diese Schlacht brauche ich auch meine Männer, die Elfred als Geiseln genommen hat. Wenn wir sie irgendwie retten könnten? Heute verlieren wir keine weiteren Freunde. Wo sind sie? An einem Ort tiefer in diesem Wald. Sie nennen ihn Handtum-Flusswacht. Ja, dann werden wir wohl noch Männer befreien müssen. Sie sollten sich versammelt haben. Mach ich. Sammelt euch am Fluss, der durch Chippenham führt. Der Rest schlägt dort Lager auf. Einst nannte ich dich Rabennährer. In Portcaster warst du so hitzköpfig wie Thor. Inzwischen bist du ein wahrer Anführer, Eivor. Es steht noch viel bevor, bis wir uns mit Met in der Hand und Liedern in den Ohren ausruhen können. Ich zermalme Elfreds Schädel mit bloßen Händen, falls Uber tot ist. Wir dürfen uns nicht beirren lassen, selbst wenn es stimmt. So. Wenn du den Thron wirklich willst, müssen wir geschickt vorgehen. Oder mit blutiger Zornesklinge. Ich werde Elfred verfolgen. Lass mich doch mal hier auf das Pferd drauf. Aussitzen. Ein weiser Mann hallo. Mich einst, dass sehr wir schön. Uns nicht in aussichtslose Fäden werfen. Abmarsch. Vorwarnung zuschlagen. Du wendest meine Worte nun gegen mich, Wolfsmal? Ich nahm sie mir in meinen dunkelsten Stunden zu Herzen, mein Freund. Und Sigurd? Ist er wieder zurück? Die Geschichte meines Bruders erzähle ich dir ein andermal. Westsexe wird nicht leichter zu zähmen sein, wenn wir ihm seinen starken Herrscher nehmen. Klingt fast so, als würdest du ihm Respekt zollen, Eivor. Ich kenne inzwischen die Tücken der Führerschaft, Gudrun. Das ist unvermeidlich, wenn man etwas so Zerbrechliches wie das Leben vieler in den Händen hat. Da ist die Schlusswacht. Die Geiseln müssen in diesen Häusern sein. Wie lautet der Plan? Wir können leise vorgehen, um die Wachen nicht aufzuschrecken. Oder ich plündere diesen Ort und könnte umdrehen mit meinen Kriegern. Ich folge dir auf dem Fuß. Ich muss mich verteidigen. So, da drüben steht eine Wache. Im Endeffekt gehen wir eh nicht leise vor jetzt. Wir schnitzeln uns hier durch. Die Flusskette haben wir ohnehin schon.
Und... Ich bring dich um! Ich lasse... Den Rest machen wir jetzt hier. Du wirst mich nicht los! Nicht? Ich muss hier ein bisschen aufpassen, da steht noch ein Bug hinter ihm. Der ein bisschen belastend. Wenn wir jetzt den Krug hier auslösen würden. So. Dann machen wir die hier erstmal beiseite. Glaube ich nicht. Seid ihr das? Wo ist denn euer Vorteil? Weg. Nee, wollte an die Leiter. Hey, Moment! Hey, Moment! Aber... So. Und jetzt kümmern wir uns um die Gefangenen. Hey? Schlag. Stirb. So, dann wollen wir die hier mal befreien. Ich hab doch gesagt, Gudrum lässt uns hier nicht verrotten. Genug geschlichen. Diese Sachsen verdienen kein Erbarmen. Ich wasche meine Klinge in ihrem Blut. Dann machen wir hier die Tür auf. Wir werden heute nicht in Odins Halle speisen, Männer. Und, ey, lass mich raus! Auf den, auf die, bei noch welche? Dann gehen wir einfach mal hier lang. Hier gehen wir doch nicht lang. Der Tür hier noch was? Nee, das war die Tür, die wir gerade aufgemacht haben, gell? Okay, da müssen wir hier, glaube ich, wieder raus und auf die andere Seite, ne? Nämlich hier rein. Schätze ich mal. Seid ihr Gudrums Männer? Nein! Befreie uns und wir kämpfen an deiner Seite! Ah, guck mal. Das ist ja... einfach. Solche Freunde wünscht man sich. Danke. Jeder Sachse, der mich anspuckte, wird sterben. So. Ihr bekommt die Gelegenheit, doch werdet nicht leichtsinnig. Begebt euch so schnell es geht zu unserem Lager nahe Chippenham. Danke, Eivor. Dann folgen wir mal Gudrum. Ihre Familien werden auf dich trinken. Du musst mir nicht danken, Gudrum. Lass uns reden, wenn wir in Sicherheit sind. Mal gucken, wo er hinlatscht. Sind wir sicher. Lass uns reden. Schließ dich deinen Männern im Lager an. Selbst ein Überraschungsangriff bedarf Vorbereitung. Mut und Führungskraft, Eivor. Sie stehen dir gut. Du bist gewachsen seit unserem letzten Treffen. Deine Einschätzung war gerecht, Gudrum. So hart deine Worte auch waren. Aber denselben Fehler mache ich nicht noch einmal.
Wie geht es eigentlich Sigurd? Er lebt, wenn auch schwer gezeichnet. Doch er wurde von Fulkes Qualen befreit. Wenigstens das ist mir gelungen. Wird es das am Ende alles wert sein? Alles, was wir getan haben, was wir geopfert haben, um dieses Land zu erobern? Manchmal träume ich von tiefschwarzer, zerfurchter Erde. Blut quillt aus allen Knospen und vergiftet unser aller Zukunft. Wir müssen glauben, dass unsere Art zu leben Bestand hat. Unser Schicksal ist vorherbestimmt. Doch unsere Taten geben ihm ein Schicksal. Was folgt, ist unsere letzte Schlacht. Wir warten am Lager auf dich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. Das haben wir. Wir können nochmal Level uppen. Gudrun, mein Jarl. Wir müssen reden. Noch eine Angelegenheit, die meine Aufmerksamkeit hat. Jo, die Aufmerksamkeit kannst du ihr auch geben. Also, wir sehen uns dann quasi in der nächsten Folge wieder in der Ortschaft irgendwo da. Aufwärts des Flusses. Ich werde, glaube ich, bis dahin, damit wir das ewige Grinder ersparen, schon mal da hochreiten. Zumindest bis zum Aussichtspunkt. Haben wir den noch? Dann. Ne? Aber für heute soll es das gewesen sein. Wir sehen uns dann das nächste Mal da wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.